Also an erster Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren, Professor Birkmeier, und da kommt noch was bei, meine liebe niederländische Freunde und Patienten, die ganz zufällig, für mich auf jeden Fall, hier sind, um mich zuzuhören einerseits. Und ich habe gestern auch gesagt, vielleicht können Sie auch Ihnen mal fragen, wie es bei mir in die Praxis zugeht. Denn bei mir in die Praxis, ich bin ein einfacher praktizierender Allgemeinarzt, seit 54 Jahren niedergelassen. Und also vom ersten, also noch kein 10 Tage danach, bin ich also, habe ich eine Begegnung gehabt mit einem Chirurgen, der beste Krebsarzt in Deutschland war, ein Dr. Varro aus Düsseldorf, der also auch befreundet war mit Ferdinand Hunicke, der Entdecker der Neuraltherapie. Also ich bin am 6. März 2014 habe ich mich niedergelassen in meinem Geburtsort und ich habe immer geträumt, um also Allgemeinarzt zu werden. Und ich habe in die Jahre mehr als 1000 Entbindungen geholt und ich habe Chirurgie, ich habe alles gemacht. Aber von Anfang an war ich in die Kongresse in Freudenstadt und im Baden-Baden, wo jetzt die 250-jährige Tagung ist, und ich bin immer dabei gewesen. Und ich habe immer also die Gründer getroffen und einfach damit geredet. So müssen Sie sich mir denken. Und ich habe dann praktiziert und was ausprobiert. Und das ist jetzt vergangenes Jahr auch verlaufen. Aber den Freund, meinen lieben Kollegen Zahnarzt, aber auch, also ich sehe ihn noch nicht. Wo ist denn Jürgen Zunft, der hier sitzt? Das ist ein großer, also ein Narkotiseur, sagt man, aber das ist ein wirklicher Mann, der so viel Spritze mit Analgetika macht und so weiter und der genau immer von mir verstanden hat, die lokale Protein tut was wirklich Wichtiges, so was Wichtiges, Ganzheitliches, dass wir also mit unserer Gruppe, unserer Professorengruppe, das verbreiten. Und also, ich begrüße natürlich auch meine Kollegin Naslikul, der mich auch in 2008 eingeladen hat als Älteste der Gruppe, aber der genauso weit in die Forschung jetzt mitgeht und auch nach mir spritzt. Ich bin neugierig, wie du also das aussprichst. Was ist es, das mir passieren kann, dass ich also in ein Telefongespräch über die Manetti in Teneriffa war und also der Georg Birkmeier habe ich gefragt, kann ich mal bei Ihnen kommen oder kommen Sie zu mir? Ich habe einen Gedanken, dass ich was kombinieren kann, was gut ist. Pass auf, das ist was anderes. Ich hatte schon meine Neuraltherapie, die jeder sich mit anfangen kann. Verstehe es ist nicht schwierig mit großen Nadeln mehr. Nun auch nicht mehr. Aber ich habe das Prokain, was auch der Otto Tapar gesagt habe. Denn Prokain ist also ein Medikament, der was bewirkt, der also im Körper was bewirkt. Und ich weiß nicht, ob mein Kollege von heute Morgen, der Professor Tarasevic hier ist, nee, aber dann rühme ich ihm, denn der hat heute Morgen schon genau die Prinzipien gesagt, wo ich also die Wirkung der Neuraltherapie wissenschaftlich sehen will, wie ich die sehen will. Es ist eine besondere Mittel,
der also nicht primär an die Zellmembrane angreift. Nicht primär. Nein, er greift an in die Mitochondrien. Und Josh, haben wir, kann ich hier noch zwei zurückgehen? Das ist wichtig. Also es ist so wichtig. Ja, da kann ich denk noch ein oder zwei zurück. Nee, also den Anfang. Habe ich die nicht dabei? Ich hatte zwei sehr gute, und vielleicht steht das hier. Ich will es nur sagen. Also mein Thema ist also erste Anwendung von NADH in der Neuraltherapie. Und also diesen Titel ist mich also gegeben durch Professor Birgmeier. Und bin ich jetzt bei Professor Birgmeier, und ich habe gesagt, das ist auch so. Das ist für mich, nach 54 Jahren brauche ich nicht mehr so viel zu machen, aber wo wirkt es und warum sind wir heute in einem Zeitalter, wo die mitochondriale Medizin ganz wichtig wird? Und also man weiß selbst also innerhalb meinem Verein noch nicht, dass ich sage, ich weiß schon 30 Jahre, und das sage ich sehr niedrig durch Umstände, dass die primäre Angreifung in die mitochondriale Atemkette ist. So, dieser Titel ist hier zum Ehre. Ich bin der Erste, der es machte. Und es war also ein Telefongespräch. Und also wie höflich, dass er und seine Frau ist. Er ist mit Flugzeug gekommen und hatte noch keine Tasse Kaffee erzählt. Habe gesagt, ich habe einen Gedanke, lass mich das machen. Und ich habe gesagt, da ist was Besonderes, denn also meines Erachtens erkläre ich schon jahrelang, dass der primäre Angreifungspunkt in die mitochondriale Atemkette ist, an den Cytochrom-Oxidase, den letzten Schaltpunkt der Regulation von den Mitochondrien. Und du, Professor George, du hast das Erste. Und da habe ich eine Hoffnung aufgehabt, denn ich habe also mit seinem Vater früher schon gesprochen. So wie der Patient auf den Film, auf den Video dann so runterkommt. Ich habe Patienten mit Parkinsonismus gehabt, die habe ich nur meine Neuraltherapie gemacht. Und dann waren die auch Momente gut und dann ging das wieder weg. Und so habe ich auch, ich hatte einen Patienten, der hat ein ganz klare Huntington, also in die Chromosome. Ich habe ihn gespritzt und er war normal, 5 Minuten. Länger habe ich nicht gekriegt, denn damals hatte ich auch noch kein NADH. Denn wer weiß, was dann auch geschehen wäre. Also diese Titel fange ich mich an, zu Ehre von dieses Geschehen in die Geschichte von meiner Lebensgeschichte auch. Und den zweiten Titel, die bringe ich in Baden-Baden jetzt. Und da sage ich zu meinen Kollegen, lass uns in die Neuraltherapie die Neuorientierung des ganzheitlichen Wirkungsmechanismus noch mal weiter tun. Denn die Kombinationen, womit wir die dann machen, werden noch besser. Aber die Neuraltherapie ist eine Therapie. Und der Dr. Theodor Klein, du weißt es mit deiner Frau, Herr Bidoschwa, es ist unglaublich, was ich in meiner Praxis als Einfacher damit machen kann. Und also jeder muss nicht nach die Nadel gucken, aber die Theorie muss also etwas erweitert werden, denn derjenige, der die Theorie von mir nicht hört, macht schon viel. Aber wenn er der Theorie kann, kann er viel mehr machen. So.
Nun gehe ich weiter und das geht schnell. Hier die Fragen, die Professor Birkmeier stellt. Wenn man, dann soll man das doch nehmen, natürlich. Das muss genommen werden, haben wir überall gehört. Und hier sehe ich nochmal, habe ich seine Atemkette genommen. Nachher schaue ich, also ich habe eine ganz eigene Atemkette mit einem Kollegen gemacht, schon für 40 Jahre, aber der geht noch was tiefer. Aber wichtig ist also, dass man sieht, dass man nach dem Zitronensäurenzyklus, den Anaerobes-Zyklus, also in die Atemkette kommt. Und das ist auch schon erzählt, wie das läuft, das kann ich weglassen. Das ist, was ich dann Professor Taparo gesagt habe. Ich habe gegen Professor Taparo gesagt, lass uns bei deinen Gebisssachen und deinen Stammzellen, lass uns das in ein Protein machen. Und dann ist das geschehen, wie wir das gesagt haben, zusammen mit uns dreien, mit den Löffelchen und so weiter. Aber die Neuraltherapie hat an sich schon, mit jeder Stich ist die Wirkung da, also an die NADH und die Atemkette und so weiter, aber auch an die Plasmazelle, die da sind und die auch informatorisch schon in das Gesamte mitspielen. Ich gehe weiter, das haben wir gesehen. Meine Frage damals, das war in die Anfang 80er Jahre, und das habe ich soeben auch noch gesehen, die Frage ist immer, man stellt sich die neurale Sauerstoff vor, dass die in die Zelle kommen kann. Soeben habe ich das auch auf andere Schemata noch gesehen. Das kann niemals. Es muss sein, dass da ein Elektron weg oder zukommt und dass da Ladungen sind. Und wenn man das hier mit das Modell von Bohr, das hat mich dann immer früher als Schüler auf dem Gymnasium schon interessiert, also wie ist es möglich, dass da eine quantenphysikalische Medizin sein muss? Wenn das da oben ist, dann muss das innerhalb des Atoms auch schinnen. Und das Sauerstoffatom ist doch so wichtig. Denn mein Freund und Kollege, der Krebsmann, machte Neuraltherapie und dabei gab er natürlich die Sauerstofftherapien. Und ich traf dann einen Mann, der ionisierte Sauerstoff machte, ionisierte Sauerstoff. Und mit dem haben wir weitergedacht, wie muss das dann wirken? Warum muss das wirken? Aber hier ist ein Schema, was in den Lehrbüchern noch steht. Und ich kann das nicht schauen, aber hier kann ich wohl zeigen, du siehst hier auch wieder, dass da ein sogenanntes Neutrales reinkommen kann. Das kann natürlich nicht. Aber man sieht wieder die Schritte über die Cytochrom-Treppe. Und dann habe ich in 86 habe ich innerhalb unserer Gruppe Neuraltherapeuten habe ich einen Artikel geschrieben und vorgetragen und habe gesagt, die Heilwirkung des Lokalanästhetikums Procain liegt primär in die Repolarisierung und Stabilisierung der Cytochromoxidase innerhalb der Mitochondrien. Und er hat mich auch gelobt dadurch. Und weiterhin habe ich das noch biophysikalisch ausgewirkt und der hat mich also auch zugesagt, lass uns da weiter so denken und tun. Das ist eine Theorie, die was gibt. Und dann habe ich also mit meinem Freund Göring, also der war ein Physiker und der kam zu mir wegen also Darmkrebs und Prostatakrebs. Und die war in die Forschung. Und dann haben wir darüber gesprochen, über die Sauerstoffwirkung. Und dann haben wir schon gesagt, wenn man das System, das von Mendeleev sieht, dann sieht man das Atom H und O, dass die genau 13,6 Elektronenvolt Energie brauchen, um das Atom rauszuschießen.
Ist das Zufall oder ist das ein Gesetz von Gott bestimmt? Es ist in der Natur hineingelegt. Und diese ist noch ein Schema von der Atmungskette. Ich gehe weiter, denn ich habe hier nichts, um zu weisen. Aber dieses Schema von der Ablauf einer Atemkette ist das gleiche Schema eigentlich, was also heute Morgen und auch durch Professor Birkmeier gebraucht ist. Aber wir zwei haben das damals was erweitert. Hast du ein kleines Steckchen nicht? Nee? Ist das hier? Also, welches Borbeste? Ja, also. Es ist schwierig zu lesen, aber wichtig ist, dass ich Ihnen nur, hier sieht man die Nahrungssubstrat und dann kommen wir hier bei das NADH, ja, das also NADH und die folgende, die Ubiquinon und das Cytochrom und so. Aber wichtig ist, dass ich immer gesagt habe, da ist ein Mechanismus in den Körper, was dafür sorgen muss, dass also den Sauerstoff, auch die Sauerstoff, das wir lieber atmen, dass die also über ionisierte Sauerstoff in die Zelle kriegen. Hier ist also das arterielle System, so kommt das in die Kapillare. Und nun, wie kommt das durch die Zellmembrane? Das kann nur durch die Zellmembrane kommen, als das organisiert ist, und als das ionisiert ist. Und das läuft also, da haben wir auch heute Morgen schon gehört, über das Hämoglobin, was also das Eisenion hat und wo also ganz in die Regulationskette auch das Wunder läuft, warum wird also das Ferritin also in die Zelle selbst zum ein Atome, dass das abgeben kann, um die in die Kette mitzuwirken. Wichtig war für mich auf jeden Fall, dass mein Schema war immer gewesen, so wirkt das. Und dabei werden, und das werde ich Ihnen noch zeigen, aber habe ich schon gesagt, dass also die Kraft von 13,6 Elektronvolt heißt also, die Energie ist nötig, um es zu tun, aber das Elektron hat dann eine Energie, sprich Information, als Programm für uns selbst in sich. Und das ist das Wirkende, was also eine energetische, informatorische Energie, was bewirkt, was in den Patienten programmmäßig festliegt. Wichtig war auf jeden Fall, dass ich, und das will ich nochmal sagen, dass ich immer darauf gewartet habe, auch auf seinen Vater, also wenn ich doch die Möglichkeit habe, weil ich kann so gut schon mit meiner Neuraltherapie wirken, aber die NADH ist für mich also wie ein Tennisspieler, der Neuraltherapie macht und der ein Upset gibt, wo ich mit schmischen kann, wo man überhaupt nachher sagt, da bin ich Schritte vorausgekommen. Das ist den Inhalt eigentlich von alles, was ich sage habe. Ja, und auch den Inhalt von ein ganz neues Denken, denn das Denken ist so, die Sauerstoff, die benötigen wir, die Sauerstoff benötigen wir, aber letztendlich kommt den Sauerstoff dann hier, das kommt dann hier, dann kommen also, da kommt 13,6 Energie frei, Elektronvolt frei, das sind also Informationen, dann kommt das Wasser, das ist erst noch H2O2, aber über das Katalase und Peroxidase wird das zurückgeführt und das liefert dann da oben wieder die Energie ab. Es kommt wieder in den Kreislauf rum. Und das Zweite war, also wenn ich also den Upset von, oder lass mich sagen, ich kriege die Möglichkeit zu schmischen mit die NADH. Und dazwischendurch liegen noch Sachen, die ich also auch in Ungarn nächstes Jahr mache mit das Oxygenwasser. Sie müssen wissen, also da entsteht Wasser, den Wasser, was hier entsteht,
Hier entsteht das Wasser, H2O2, und hier kommt dann das Wasser. Das Wasser ist durch diese Informationsenergie Wasser, wird das Wasser an sich, so formen sich OH-Ionen und H-Plus-Ionen, und da formen sich auch OH-Ionen, koppeln sich an das normale, neutrale Wasserstoff, saubere Wasser, und werden H3O-. Und dann entsteht daraus, lieber Freund, da entsteht das hexagonale Wasser, was also, wenn man es misst, ich habe es in Ungarn auch gemessen mit dem Mann, der bei uns war, der misst im Wasser und es zeigt, dass die Sauerspannung viel höher ist als anders. Nun mache ich es kurz, hoffentlich, und ich gehe weiter. Das ist wohl wichtig. Also ich habe dann auch meine Freunde, da war der Pop, wohnte fast neben mir in Ruhrmond. Ich war in die Nähe von Düsseldorf, er war in Neuss. Und wir haben Jahre darüber geredet, über den 13,6 Elektronenvolt. Und er hat, seine Formel war, dass innerhalb das Genom, da habe ich es noch nicht in die Mitochondrien, aber durch die Therapie ändert sich was innerhalb das Genom. Siehst du hier? Es ist, ob da eine digitale Sprache abläuft. Und wichtig, was ich Ihnen sage, ist also, dass die NADH-Wirkung, und die NADH-Wirkung, muss man sich denken, das ist magisch, was Professor Birkmeier gemacht hat. Wie ist es möglich, dass an ein neutrales Molekül, dass er so eine H-Ladung mit aufbaut, was viel höher ist, ist alle andere Nachmacher, und dass der genau den Schritt ist, um die Lebensenergie und die Lebensinformationen und so auch die Lebensmaterie wieder in die lebendige Spirale zu bringen. Aber wichtig, dass ich sage, wenn ich spreche über, da ist intrazellulär, läuft es ab in die Mitochondrien, dann ist also das DNA in die Mitochondrien, ist verkoppelt mit dieses NADH. Das heißt, das Programm, Jürgen, das Programm läuft zusammen ab. So, es ist, man muss, ich habe gestern noch gesagt, man muss in die Medizin sich einen Rahmen machen, um es wirklich auch in wissenschaftlicher Sprache etwas zu hell zu werden, um darüber zu sprechen. Und das kann man nur mit einigen machen. Aber es ist schon eine wichtige Sache, wo ich jetzt hoffe, dass wir in unsere Gruppe damit weitergehen können. Ja, hier, das ist aus dem Buch von Engler, da war ein großer Mann, ist aus Salzburg, ist leider vergangenes Jahr gestorben, aber der war einer der wenigen, der immer gesagt habe, was Göring und Lamers denke, das ist noch nicht so blöd. Hier ist noch, da hat Engler, hier siehst du sein ionisierte, haben wir Kombinationen gemacht mit unserer Universitätsgruppe in Dniepropetrovsk, wo wir sagen, guck, das Protein, so die Ansicht, die ich habe, aber ich mache nichts anderes als die Neuraltherapie von Huneke. Ich habe nur eine erweiterte Gedanke über die Wirkungsweise. Und ich gehöre zu diesen Gruppe. Und zu der Präsident, der ist der Effmann-Präsident. Aber man sieht, wie man dann die Frequenzen also über das sichtbare Licht und die Randgebiete weiter tun kann. Mein Bücher, ich habe ein niederländisches Buch geschrieben, so in die 80er Jahre, und das war schon anders. Basisbioregulationssystem. Ich war fasziniert von was die Wissenschaftler in Wien taten. Die Wiener sind das erste gekommen, und die Wiener Gruppe, wo also
dein Vater eigentlich der Leiter war von Ludwig-Boltzmann-Institut, aber das Stacher, Bergmann, Pischinger, die ich gekannt habe, die haben schon von Anfang an gesagt, es ist eine Sache des Redoxpotentials, Harry. Redoxpotential. Wie läuft die Information und die Energie zwischen die ab? Dann habe ich also mit, und das ist wohl wichtig, in 92 dieses Buch geschrieben und da war Seeger dabei. Und Seeger war mit Warburg, der war Nobelpreis angekündigt, aber hat ihn nicht gekriegt. Warburg hat ihn gekriegt, aber Seeger hat ganz klipp und klar immer gesagt, also alle Krebsgeschehen und so laufen letztendlich ab am Cytochrom A, A3 oder Cytochromoxidase. Hat mich auch damit gratuliert und ich habe das Buch geschrieben. Aber in das Buch sind noch Sachen, wo ich nachher sage, ich muss also der Herrgott noch mehr danken, denn er hat in die Schöpfung schon reingelegt, dass also in die Urbakterien da für uns die Mitochondrien zu uns gekommen sind. Dann ist dieses, also so ist das abgelaufen, dass ich gesagt, das läuft da am Zytochrom ab. Dieses ist noch von in 90, dann ein Jahr danach ist er gestorben. Wir haben noch an unserem Buch gemacht, aber er hat hier noch gesagt, also ich möchte dich hiermit nochmal schriftlich gratulieren mit deiner Darstellung der Zytochromtherapie, die zytochromale Dinge. Lass uns das gemeinsam weitermachen und ich kann es erst machen, seit vergangenes Jahr wir uns begegnet haben. So bringe ich es auch in die Neuraltherapie rein und so bringt uns Naslikul und unsere anderen machen uns die Sache weiter. Da war also, und das ist natürlich auch wichtig, das mit die Wiener Universität haben, das ich bin der Präsident jetzt, schon Jahre übrigens, von den DAH, die Deutsche Arbeitsärztegesellschaft für Herdgeschehen und Regulationsmedizin. Aber ich habe immer das Herdgeschehen hat noch was mit die Infektionen, also mit Entzündungen, ja, nicht sichtbar zu tun, aber die wirkliche Herdwirkung ist also überhaupt, laubt auch ab, wie wir gesagt haben, ich tue was und die Patienten sagen, und sie können es sagen, so, ich habe mich noch niemals so gut Mensch wieder gefühlt von Freude und von Gedanken und so weiter. Es ist nur, also man sieht immer wieder weitere Schritte. Wie kann ich erklären, dass die Neuraltherapie so gut wirkt? Ich gehe da nicht rein. Dann habe ich in 2010, habe ich also bei den 60-jährigen Gründungsregler-Dinger, habe ich mit meinem Freund, der leider jetzt vor 3 Monaten verstorben ist, ein Festschrift geschrieben. Also nur um also die Neuraltherapie also oben anzustellen und die Entdecker der Neuraltherapie und so weiter, aber alle anderen, die in unsere Gruppe mitmachen, alle anderen, die also und auch unsere Kombinationstherapie erweitern, so wie jetzt also mit das NADA. Brauche ich nicht. Hier ist noch was. Als ich dann, es ist immer noch so und das ist nur, dann können Sie sich vielleicht was vorstellen. Hier ist also unser guter Kai Bernhardt, der habe ich auch gestochen, so als immer, aber der ist also von unserer Gruppe, die über Energieinformationsmedizin spreche. Und wenn man hier sieht, es ist natürlich, da ist nur eine Neuraltherapie von Unike, aber das sind zwei unterschiedliche Lehrmethoden, und gehört dabei auch den Einsicht, dass also das wirkt
in die Mitochondrien. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe die klassische gemacht und die Energieinformationsneuraltherapie. Und das kann ich jetzt noch mehr machen, noch durch das Glück, dass wir zusammengekommen sind. Ja? Und also nicht nur zusammengekommen sind, das ist über Manetti gekommen und welchen Gewinn wir haben, durch dass wir die Informationssache, dass die gebündelt auch sind mit die Hologrammierung. Ich bin also, wenn ich auch nicht gebe, jetzt habe ich an meinen Protein-Ampullen, habe ich, wie du auch hier siehst, habe ich den Sticker drauf, die wir beide haben, die Hologramme. Und ich bin so, wie also auch der Otto soeben sagte, es wirkt. Wir sehen nur die, was wir sehen, wirkt oder nicht, was wir mitmachen, Jürgen. So ist es nun einmal. So, dann gehe ich weiter. Jede Therapie hat drei Pfeiler. Das ist die traditionelle Erkenntnis. Man muss ein moderneres wissenschaftliches Beweisführung haben und das muss eine Person machen. Und das eigentliche quantenphysikalische der Wirkung, dass alles miteinander bestimmt wird, ist heute eigentlich noch nicht erklärt. Und ich mache Sekundenphänomene wirklich mit und nicht so wie früher, nicht mehr so, als ich soeben gesagt habe. Ich mache die täglich mit, wenn neue Patienten sind. Täglich, immer. Immer sehe ich dran, dass ich den Weg laufe. Und dazu war es nötig, dass ich nicht nur das Bohratommodell nehme, aber ich musste ein weiteres Modell nehmen. Die normale Erklärung liegt hier an den Membranen, die lasse ich dann jetzt weg. Aber ich muss auch sagen, die klassische und die Energieinformationsmedizin, die läuft für die gleiche Injektion. Und das Protein macht was. Und wir sind froh, dass wir die NADH dabei haben. Und also dann habe ich gesagt, das Atommodell, das vermisst die Antimaterie. Und wie beziehe ich das mit rein? Das ist noch Bohr. Und hier sieht man, was man in die Wissenschaft Clouds, Wolke, wo also eine Feldwirkung ist von Elektronen. Und dieses ist von C, Kohlenstoff. Und wenn man dann sieht, wie in einem Elektron da elektrostatische Kräfte, elektrodynamische Kräfte, würde ich sagen, miteinander wirken, sieht man schon, dass das in die Wolke anders aussieht. Und wie das ist, ist eigentlich, dass man sehen muss, in das Bindegewebe, nicht in die originale Zelle, aber in das Bindegewebe, wo die Stammzelle liegen, wo die Fibroblasten liegen, die also noch Potenzialität haben. Wenn die Informationen oder energiemäßig gemacht werden, wirken die mit. Und wie sieht so eine Sache daraus? Wenn man an die Seite das Elektron, das materielle Teilchen hat, hat man an die andere Seite ein immaterielles Teilchen und die bewirken zusammen die lebendige Spirale des Lebens. Das ist ein Wirbel. Und wie Sie sehen, der Paul Dirac, der hat also das Rosen-Einsteins-Prinzip, hat er auch als so beschrieben, so wirkt es. So holen wir uns alles beieinander. So, ich gehe weiter. Ich lasse hier nur sehen. Dann kam ich erst so dazu, weil ich Quantenphysiker dabei kriegte. Und das war also auch unseren Freund Dieter Bröers, wir haben also hier unten ist natürlich Raum und Zeit. Aber die Verbindung muss kommen mit also wie die Verbindung muss kommen mit Steuerung da oben und auch bewerten, organisieren und also bis die Seele und Gott. So.
Also die Einsteinbrücke sehen Sie nochmal, hier muss sich was bewegen und das kann aus Materie nach unten gehen oder aus Antimaterie nach oben, aber immer Energie und Information hat das bei sich. Und hier kann man das nochmal sehen, wie man sich eindenken kann, wie man also in die Rotationen von den Elektronen und welchen Elektronen? Die Elektronen sind die Sauerstoff und den Wasserstoff. Die haben den gleichen Zahl. Und wie das also bewirkt, dass also das Gegenteil von Gravitation kommt und dass also man dadurch also das Folgende kriegt. Man kann mit Akupunktur, man kann mit Pressur, mit Drücken, mit Behandeln, ist natürlich aber ein Stich in das System, da entsteht ein Verletzungsstrom. Und mit dem Elektrostrom bringen wir unsere Proteine rein und unser Protein sieht aus nach dem rechten hier und man sieht, da ist ein Phenol, ein Benzolring drin. Und das Geheimnis von einem Benzolring, das sind Gespräche mit Professor Popp immer gewesen, ist, dass die also aktivierte H-Atome sind gleiche, die wirken auch so. Das H ist also, als ich es formulieren muss, liegt das nicht fest angeschlossen, aber ist das so, wie das die H-Verbindung in die Chromosome. Verstehst du? Da ist also, das ist nicht statisch, aber da ist eine andere energetische, informatorische Verbindung. Dimensionskanal. Dann kann man das besser erklären. Man kommt von Raum und Zeit in die anderen Raum, überhalb die feste Materie gelegen. Und also das Superpositionskanal gibt die Möglichkeit, um also eine Unordnung energetisch, informatorisch und sich auswirkend an alle Seiten, um also zu sehen, kann ich den krank machenden Istwert wieder zurückbringen zum Zollwert. Also ich erkläre nochmals, man kriegt die Verletzungsstrom und dann kann man das und, kann man so auch verstehen, dass auch Proteine, DNA und viele wertvolle Moleküle des Lebens die Möglichkeit von so einer Superposition haben. Und also wenn man also mit das Protein und mit das NADH und so die Bewegung darin bringt, dass also die Dekohärenz durch Stressoren und Unterbrechung von Quanten wieder zum Heilen kommt. Hier zeige ich es nochmals. Dieses hat der Bergsmann in sein Buch geschrieben, so habe ich es einmal früher ausgesprochen in Baden-Baden oder irgend anderswo, den 13,6 Elektronvolt von einem Elektron von Wasserstoff und von einem Elektron von Sauerstoff ist 13,6 Elektronvolt. Und es ist auch das Energiequantum, was in das Redoxprozess von Cytochrom A3 wirkt. Das Cytochrom A3 hat ein Potential von 390 Millivolt. Das ist genau das maximale Lebenspotential, die also Professoren Foch, Pisching und genau schon gesagt haben. Hier sage ich wieder, Energie und Masse sind nach Quantenphysik immer materialisierte Information. Ich sage das Gleiche, aber eine Kleinigkeit können Sie behalten. Also das Elektron von unser H, von deinem H, an ein ADA gekoppelt, hat also ein spezifisches Softwarepaket, wodurch Regulation kommt. So können die also bis zum oben
Und also im Gebet fragt man doch, dass man den Patienten heilen kann. Denn das ist in mir auf jeden Fall geschehen. Ich war Hausarzt und ich habe dann noch 13, ich habe noch bis ungefähr 79, 16 Jahre bin ich Hausarzt geblieben. Und dann habe ich gesagt, lass mich zurückgehen und lass mich nur noch Patienten kommen, lass dann nur Patienten kommen, die also von sich denken, dass sie nicht zu heilen sind, was sie auch haben, was sie auch haben. Und das mache ich dann hier seit 80 jetzt. Und ich habe immer volle Praxis und das geht auch nicht mehr, dass ich das immer mache. Darum wichtig ist, dass ich die Theorie erzähle. Und wichtig ist auch, dass meine Patienten noch hier gekommen sind, weil du hast gefragt, wenn ich was vormachen muss, will ich es zeigen. Ich will auch zeigen, dass mein Stich etwas bewirkt und, das, und wie das geht. Ich mache ein Ende, das ist ganz wichtig, die geistige Ebene und die Bewusstseinsebene ist total ist total mit dem materiellen Teil unseres Körpers verbunden. Wir sind immer, auch nach dem Tode und in Auferstehung, wir sollen immer auch noch Körper haben. Das sind Dinge, die so tief in mir sind, dass ich die aussprechen will und die brauchen auch nicht zu glauben, aber das ist doch was, denn das von Milliarden Jahren darin, die NADH, die haben auch die gleiche Energie und Dinge. Ich bedanke mich.